herbstliche Wald ist voller Mysterien. Und hier ist auch eine Höhle. Die Mysterienhöhle. Schauen wir mal rein. Servus, ich bin Alexander Breu, Maler und mit der Feldstafflei unterwegs auf der Suche nach inspirierenden Motiven, nach malerischen Landschaften und nach zünftigen Wirtshäusern. Jetzt nehme ich dich mit in die Höhlen und die Felsen der Hersbrucker Schweiz. Mit der Regionalbahn R3 bin ich von Nürnberg nach Neuhaus an der Pegnitz gefahren. Dort immer dem Wanderweg mit dem grünen Punkt folgend, vorbei an Höhlen und Grotten bis in die steinerne Stadt. Warum ich hier euch so nah bin? Ich habe einen Eisvogel gesehen hier an der Pegnitz und jetzt traue ich mich nicht, das Teleobjektiv abzuschrauben. Eine kleine Kapelle am Wegesrand erregt meine Aufmerksamkeit. Sie ist außen sehr schlicht, doch innen sehr liebevoll ausgestattet. Ich stehe jetzt vor dem Eingang zur Maximiliansgrotte. Das ist eine Tropfsteinhöhle, die man auch besichtigen kann. Heute hat sie zu. Aber ich habe gelesen, während des spanischen Erbfolgekrieges haben hier in der Gegend die Österreicher und die Nürnberger gegen die Bayern gekämpft und auch gewonnen. Und da haben es dann die 28 gefallenen bayerischen Soldaten hier einfach in die Grotte reingeschmissen. Die hat man dann viele Jahrzehnte später gefunden. Wild zerklüftete Felsen, die zum Teil wie bizarre steinerne Riesenschwammerl aussehen, ragen hier in den Himmel. Farne und Moose überwachsen die steinerne Stadt. Man kann kaum glauben, dass dies kein Überbleibsel einer verschwundenen, vergessenen Zivilisation ist, sondern nur ausgewaschener Meeresgrund eines Urzeitmeeres. Hier ist ein wahres Paradies für Kletterer und auch der Maler müht sich eifrig, einen schönen Aussichtspunkt zu finden. Mir hat es der kleine Felsendurchgang angetan, der den Blick auf das leuchtende Herbstlaub freigibt. Nein, das ist keine Überwachungskamera für Problembären und Wolfsrudel, sondern die Kamera für die Zeitrafferaufnahmen meiner Malerei. Die Leinwand ist, weil sie schon einmal als Palette diente, vorgrundiert. Zunächst blocke ich mit sorglosen Pinselstrichen die dunklen Passagen gegen den Hintergrund. Danach setze ich die Lichter und weiß schon so alles über die Kontraste des Bildes. Als nächstes male ich die grellsten Farben und setze die matteren Schattenfarben dagegen.
Jetzt beginnt die eigentliche Malerei, das ständige Ringen von hell gegen dunkel und kalt gegen warm. Ich muss mich beeilen, denn das Licht schwindet zunehmend. Der erste Gasthof hat trotz einer ausgeklügelten Excel-Tabelle mit seinen Öffnungszeiten nicht offen. Aber zum Glück gibt es in Grottensee ein weiteres Wirtshaus, das Gasthaus zum Löwen. Ich bekomme frisches Pilz vom Fass, eine wunderbare zünftige Brotzeitplatte und führe eine anregende Unterhaltung mit dem Wirt und einem Stammgast und verspreche, bald wiederzukommen.